Hallo, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video stelle ich euch die Palette Star Games von Catrice Cosmetics vor. Viel Spaß beim Anschauen! Wie bereits gesagt, stelle ich euch jetzt die Palette Star Games von Catrice Cosmetics vor. Das ist wieder eine Palette, bei der Lidschatten und Sachen fürs Gesicht drin sind. Die Palette sieht so aus. Ich habe die diesmal noch nicht ausgepackt. Im Karton ist die Palette noch drin. Schillert so toll. Und sieht das dann so. Sieht das aus. Ist so ein bisschen weich. Das habe ich bei der letzten Palette eh schon gesagt. Das kann man dann, also von hinten. Und man klappt es dann auf. Das ist ein Spiegel drin. In dieser Palette steht auf diesem Plastikschutz, der da quasi drauf ist. Das ist ein Plastik. Seht ihr das? Ja, das ist eine Schrift auf dem Spiegel. Da steht drauf: You're never too old to wish upon a star. Oh mein Gott. You're never too old to wish upon a star. Ja, gut. So sieht die Palette aus. Ist viel wichtiger für mich. So, dann werden wir swatchen wie die Wilden. Ich gehe wieder durch und zwar, ihr kennt das System schon von mir, ich gehe immer die Reihen einfach nach der Reihe durch, von links nach rechts. Ich sage euch den Namen nicht, weil ich einfach der Meinung bin, dass mir den Namen eigentlich völlig schnurzen. Hauptsache Lidschatten passt, wie heißt es mir eigentlich völlig egal. Ich bin da nicht so. Es gibt ja Leute, die stehen total auf die Namen. Ich finde, das ist nur so Marketingblödsinn. Damit die Leute halt das Zeug kaufen. So, das ist die erste Reihe. Beginnend hier, den kann man nämlich fast nicht sehen auf meiner Haut. Bis erste Reihe. Was ich bei der Catrice Palette im Gegensatz zur Essence Palette schon gut finde, ist, ich bekomme die Catrice Lidschatten viel leichter runter als die Essence. Die Essence Lidschatten, da kommen einem vor, die wären eins mit deiner Haut oder so. Die gehen nicht mehr runter. Verschmieren eigentlich nur. Also ich habe mir total schwer getan, die Rottöne von den Fingern zu bekommen. So, dann zur nächsten Reihe. Also bisher waren sie eigentlich so zwischen cremig und pur. Wir sind jetzt irgendwie gestört worden, weil mein Handy irgendwie befunden hat, dass es zu wenig Speicher hat. Ja! Ich war jetzt bei der zweiten Reihe beim dritten Lidschatten. Das ist die zweite Reihe. So, dann kommen wir zur dritten Reihe. Wie immer sieht man, dass die dunklen, matten Töne natürlich qualitativ nicht besonders sind. Das sind quasi alle Töne der dritten Reihe. Angefangen hier. So, ich mache euch jetzt einfach alle
Gesichtstöne quasi in eine Reihe. Also zuerst kommen, wenn ich es richtig sehe, zwei Highlighter-Töne. Zumindest würde ich so verwenden. Das sind diese zwei. Das ist ein sehr goldiger und ein eher Bronzegold-Rosigold. So, hier sind alle Gesichtstöne. Sind alle recht cremig im Auftrag. Die sind richtig gold, die sind eher so goldgelb, so auf die Art, mit ein bisschen Rosé drinnen und die sind rosa, rosa-weiß auf die Art. Holographisch. Ich finde sie sehr, sehr schön eigentlich und sehr angenehm im Auftrag. Ja. Im Prinzip haben wir jetzt alle Töne durch von der Palette. Es ging hier um die Catrice Cosmetics Star Games Palette. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Vielleicht war es eine Inspiration für den einen oder anderen für Weihnachten. Es ist eine Limited Edition, also ich habe schon zu tun gehabt, dass ich alle Paletten bekomme. Ich war in verschiedenen Geschäften, damit ich die bekomme. Müsste da also schnell sein. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal, jawohl, bitte, und lasst mir einen Kommentar da. Ja, und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Video. Ciao!